Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, heute Abend hier in der Lehrkirche in Dankwertshausen zum Reformationsgottesdienst. Und ein herzliches Willkommen auch all denen, die von zu Hause aus diesen Gottesdienst mit uns mitfeiern. Wir feiern Reformation. Warum ist das ein Anlass zum Feiern? Ich habe das für mich so beantwortet, dass ich sage, wir feiern, dass Gott seine Kirche nicht sich selbst überlassen hat. Das hätte er machen können. Er hätte einfach sagen können, okay, macht ihr euer Ding weiter, es hat mit mir nichts mehr zu tun. Aber das war nicht sein Weg. Sein Weg war, Menschen neu anzustupsen und auf sich selbst und auf Jesus Christus und auf das Evangelium aufmerksam zu machen. Und davon leben wir bis heute als evangelische Kirche. Und darum feiern wir diesen Tag. Die Bedingungen sind, wie sie sind. Wir feiern in der Gemeinde mit Mundschutz. Singen ist leider im Gottesdienst verboten. Aber es wird trotzdem Musik zu hören sein und vielleicht mitzusummen und zu erleben und dass man sich trotzdem daran freuen kann. Wie ist das gewesen vor 500 Jahren? Luthers Zeit. Es ist jedenfalls nicht unsere Zeit. Es trennt uns einiges vom Jahr 1517. Die Sprache damals klingt sehr anders. In dem, was sich damals Deutschland nennt, leben gerade einmal 12 Millionen Menschen. Und die Menschen sterben auch viel früher. Man sagt, die durchschnittliche Lebenserwartung habe bei ungefähr 25 Jahren für Frauen gelegen und 32 Jahren für Männer. 20% der Kinder versterben, bevor sie ein Jahr alt werden. Und die Frauen sterben häufig bei der Geburt. Die Menschen sind Krankheiten hilflos ausgeliefert. Pest und Typhus, Pocken, Milzbrand, die Mutterkornvergiftung. Hygiene ist ein Riesenproblem. Man wäscht sich bewusst wenig, weil man denkt, dass so die Hautporen verschlossen bleiben, durch die Krankheitserreger eindringen können. Die Menschen damals sind schon vom Gestank her füreinander eine unglaubliche Zumutung. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung lebt auf dem Land, fast 90%. Die Menschen sind geplagt von Hungersnöten und von Geldentwertung. Viele leben als Hörige und sind vom Willen eines Grundherrn abhängig. Es ist eine Gesellschaft, die statisch ist. Da, wo du hingeboren bist, da bleibst du dein ganzes Leben lang. Veränderungen sind nicht vorgesehen. Die Menschen damals glauben an Hexerei. Auch Luther. Und er empfiehlt, dass Zauberinnen zu töten seien. Auch anders als heute, Religion ist nicht nur irgendwie ein Teil des Alltags für manche, Religion ist überall. Es gibt keine öffentlichen Vollzüge, die nicht irgendwie religiös wären. Und in besonderer Weise prägt die Menschen damals die Angst vor dem Jenseits und vor einer Hölle, die sie erwartet oder erwarten könnte. Und entsprechend mächtig wird die Kirche wahrgenommen. Sie ist es, die Lösungen für dieses Problem haben soll. Luthers Zeit, sehr anders als das Leben heute. Aber es gibt auch einige Dinge, die verbindend sind. Es gibt Entwicklungen, die nach vorn zeigen. Es ist die Zeit der großen Erfindungen. Der Buchdruck ist erfunden. Münzen werden vereinheitlicht. Leonardo da Vinci macht bahnbrechende Erfindungen. Hätte er damals schon die Dampfkraft zur Verfügung gehabt, wäre das Auto wahrscheinlich einige hundert Jahre früher gefahren.
Amerika wird immer weiter erforscht. Es finden erste Begegnungen mit den Maya, den Azteken statt. 1517 startet eine Expedition von Wien aus nach Moskau. Und die Portugiesen unternehmen eine erste offizielle Delegation nach China. 1543 veröffentlicht Kopernikus ein Buch, in dem er seine Theorie darlegt, dass doch wohl die Erde sich um die Sonne dreht, nicht andersrum. Martin Luther hört davon, aber das kann eigentlich doch nur Unsinn sein. Man sieht es doch, wenn sie morgens aufgeht, dass es anders ist. Und müsste nicht, wenn die Erde sich dreht, wenn etwas zu Boden fällt, es eine schiefe Fallbahn nehmen? In der Medizin wird der Blutkreislauf, der durch die Lunge führt, entdeckt. Aber auch diese Theorie wird nicht angenommen. Für manches ist die Zeit noch nicht reif. Aber für manches doch. Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut justificeris in sermonibus tuis et vincas cum judicaris. Gott, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan,
auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein bleibest, wenn du gerichtet wirst. Diese Worte betet Martin Luther in jeder Woche. Er ist Mönch. Alle 150 Psalmen werden im Laufe einer Woche in den Stundengebeten auf Latein gebetet. Luther weiß, dass er vor Gott nichts gilt. Ja, es gibt wohl Gnade bei Gott, aber die gibt es für den, der sich Mühe gibt, der wirklich das Äußerste tut, was er kann. Tue ich das Äußerste? Bin ich genug? Luther hat da massive Zweifel an sich selbst und er fragt sich vor allen Dingen auch, wie gut durchschaue ich mich denn selber eigentlich? Wie viel Kontakt habe ich eigentlich zu meinem Herz? Und der Blick auf Jesus ist für ihn auch in keiner Weise tröstend. Denn was sagt der? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Von ganzem Herzen. Luther fragt sich, ob er das kann und ob er das tut. Er kommt an den gleichen Punkt, auch vor Christus. Bin ich genug? Gebe ich genug? Ja, Gott ist gerecht, aber gerecht heißt doch nur, dass jeder das bekommt, was ich verdiene. Und was verdiene ich? Luther nutzt das kirchliche Programm seiner Zeit, die Bußleistungen, die Gott versöhnlich stimmen sollen, das Fasten, die Ablassbriefe, das Feiern der Messe, was als ein gutes Werk gilt. Aber es hilft ihm nichts. Bin ich genug? Da hat Luther eine Idee. Könnte es denn sein, dass Gott vielleicht genau das will? Will er vielleicht genau dieses Eingeständnis, diesen Selbstzweifel, dass ich nicht genug bin? Und dann ist er mit mir zufrieden, wenn ich das sagen kann? Denn so heißt es doch in dem Psalm, auf dass du Recht behältst in deinen Worten. Und Glauben, das wäre dann, dass ich hinnehme, was Gott von mir hält, wie er mich beurteilt und wie er über mich denkt. Doch auch so kommt Luther aus seinem Unglück nicht heraus. Denn wieder stellt sich das Problem, wann habe ich denn genug gesagt, dass ich nicht genug bin? Und vor allen Dingen, wann habe ich ehrlich genug gesagt vor Gott, dass ich nicht genug bin? Seine Seele ist im freien Fall, ohne jeden Halt. Thank you.
Luther liest die Bibel, inzwischen auch als Professor. Und er liest sie immer wieder. Die Psalmen, den Römerbrief, den Hebräerbrief. Und er liest den Kirchenvater Augustinus. Immer wieder stößt er auf den Begriff Gerechtigkeit Gottes. Und er versteht ihn zunächst so, wie wir ihn wahrscheinlich auch erst einmal verstehen werden. Was ist denn gerecht? Nun, gerecht ist, wenn du bekommst, was du verdienst. Luther macht dann aber die Entdeckung, dass Gerechtigkeit in der Bibel manchmal etwas ganz anderes heißt. Gerechtigkeit Gottes heißt, ich bekomme, was ich brauche. Gerechtigkeit ist nur ein anderes Wort für Heil, für Versöhnung, für Segen, für Liebe. Und das alles, ohne dass ich es mir erst verdienen muss. Geschenkt. Geschenkt in der Person von Jesus Christus. Und Glaube? Glaube ist, dass ich mir schenken lasse, was ich von Gott brauche und bekomme. Die Lesung aus dem Neuen Testament für heute Abend steht im Brief an die Christen in Rom in Kapitel 3. Es ist eine von den Stellen, über die Martin Luther viel nachgedacht hat. Ich lese die Verse 21 bis 28. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können. Nämlich ohne, dass wir sein Gesetz erst erfüllen müssten. Dies ist sogar schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen alle gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, das schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns sterben lassen. Das erkennen wir im Glauben und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Bisher hat Gott die Sünden der Menschen ertragen, er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen könnten? Nein, gar nichts. Woher wissen wir das? Etwa durch das Gesetz, das unsere eigene Leistung verlangt? Nein, nur durch den Glauben, der uns geschenkt ist. Also steht fest: Nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern nur, weil ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.
Luther findet seine Antwort auf diese Ansprache, die Gott an ihn richtet und was er von Gott versteht. Und die Antwort, die er aufgeschrieben hat, die wollen wir jetzt miteinander als Glaubensbekenntnis sprechen. Es sind seine Erklärungen zum Glaubensbekenntnis, die er im kleinen Katechismus aufgeschrieben hat. Wir stehen dazu auf. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter. Mit allem, was Not tut für Leib und Leben, mich reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt. Und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Für all das ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewiss wahr. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene, in ewiger Gerechtigkeit und Schuld und Seligkeit, gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebe und regiert in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft und Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten.
gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einen Glauben. In welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Corona hat unter anderem ja einige Begriffe mit sich gebracht, die wir vorher, glaube ich, so nicht verwendet haben, vielleicht zum Teil auch gar nicht kannten. Also ich habe vorher noch nie Reproduktionsfaktoren irgendwie das Wort gehört. Oder auch systemrelevant. Das ist ein Begriff, der ein bisschen älter ist als Corona. Kommt wohl aus der Betriebswirtschaftslehre und in der Bankenkrise. Da kam er auch manchmal schon vor. Da hieß es manchmal über Banken, too big to fail. Zu groß, zu gewichtig, zu wichtig, als dass man sie fallen lassen könnte. Eben systemrelevant. Jetzt in der Corona-Zeit fragen wir auch nach Systemrelevanz. Was ist gesellschaftlich wirklich wichtig? Was ist so wichtig, dass wir es weiterführen müssen, sogar unter verschärftesten Bedingungen? Was darf offen bleiben? Wo sollen die Leute weiter ihre Arbeit tun? Die Frage nach der Systemrelevanz hat ein paar ganz erstaunliche Entdeckungen mit sich gebracht, wie ich finde. Wir haben zum Beispiel entdeckt, wie wichtig Verkäuferinnen im Supermarkt sind. Das viele Toilettenpapier, was Menschen kaufen wollten, das musste ja irgendwie erstmal in die Regale kommen. Und im Normalfall tun wir Kunden das nicht selber. Der Laden musste bestückt sein von Verkäuferinnen. Und wir haben vielleicht auch ein bisschen entdeckt, dass bei aller Systemrelevanz der gesellschaftliche Umgang mit Verkäuferinnen eigentlich ein bisschen beschämend ist. Das betrifft die Bezahlung und vielleicht auch manchmal den Umgang mit ihnen, wie wir auf sie sehen oder wie wir im Laden unterwegs sind, wenn wir denken, jetzt muss es aber mal flutschen, jetzt muss es eilig gehen. Ich gönne es den Berufen, die in dieser Zeit so Aufwertungserfahrungen gemacht haben und hoffe, dass ein bisschen was davon bleibt. Trotzdem ist der Begriff systemrelevant, glaube ich, ein sehr schwieriger Begriff. Denn wo aufgewertet wird, da wird eben auch schnell abgewertet. Kunst und Kultur, ist das systemrelevant? Geht auch ohne. Breitensport, je nachdem, wie man fragt. Systemrelevant, die einen sagen, ach wo, die anderen sagen, ja unbedingt. Wenn wir die Frage nach der Systemrelevanz stellen, dann fragen wir nicht nur nach irgendwelchen Einrichtungen, sondern wir fragen eigentlich auch immer nach den Menschen, die das tragen, die das veranstalten, die dafür stehen. Und wenn so ein gesellschaftlicher Bereich entwertet wird, dann fühlen sich gleich die auch mit entwertet, die für ihn stehen. Entwertet mit den Leistungen, die sie für den Sport, für die Kultur oder für was auch immer erbringen. Die Kirchen? Systemrelevant? Ich fand es schon auffällig, dass sie in den Pressekonferenzen häufig erst einmal gar nicht erwähnt worden sind. Baumärkte, ja. Kirchen, nein. Und ich gebe zu, das hat etwas mit mir gemacht. Kirchen haben in unserer Gesellschaft zwar so einen ganz besonderen Status, dadurch, dass die Religionsfreiheit im Grundgesetz verankert ist, aber ich glaube, so ein bisschen haben wir doch die Erfahrung miteinander gemacht, dass dieser besondere Status auch ein bisschen leer und hohl klingt. Es ist eine unbarmherzige Frage, wenn wir nach Systemrelevanz fragen. Und es ist eine Frage, die sehr, sehr einseitig ist. Und ich glaube, es tut uns gut, wenn wir uns das einmal klar machen. Denn sie versteht sich überhaupt nicht von selbst. Die Frage ist einseitig, weil das System, das so fragt, sich selber überhaupt nicht in Frage stellen lässt. Wichtig ist nur, wie gut bist du für das, dass ich funktioniere?
Und auch aus einem anderen Grund ist diese Frage nach Systemrelevanz einseitig, weil sie nämlich nur danach fragt, was leistest du? Nicht, wer bist du? Was hast du erlebt? Was ist mit dir? Nein, es wird gefragt, was leistest du? Und danach wird bestimmt, wie wichtig du bist. Wenn man das auf die einzelne Person runterbricht, dann ist diese Frage, finde ich, eigentlich nicht weniger als eine Katastrophe. Und die Reformation ist die wunderbare Wiederentdeckung dessen, dass Gott anders fragt. Gott fragt nicht, was leistest du? Gott fragt nicht, wie systemrelevant bist du für mich? Wie gut kann ich dich brauchen für das, was ich vorhabe? Sondern an allererster Stelle fragt er, sag mal, was brauchst du? Was ist dein Durst? Was ist deine Sehnsucht? Was ist deine Schwäche? Ich bin für all das da und ich bin für dich da. Die Frage der Systemrelevanz, und das macht sie so ein bisschen tricky, die ist nicht einfach eine, die nur von außen kommt. Ich glaube, die ist eine, die wir mit anderen Worten von uns selber ganz gut kennen. Denn es fühlt sich eigentlich sehr, sehr gut an, gebraucht zu werden. Und wahrscheinlich ist dagegen auch erstmal gar nichts zu sagen. Schwierig wird es nur, wenn das mein Lebensgrund wird. Das, was alles tragen muss, dass ich gebraucht werde. Denn wir sind alle ersetzbar. Alle. Mehr oder weniger gut, mehr oder weniger schmerzhaft, aber alle sind wir ersetzbar. Kränkend, aber so ist es. Im Letzten, wenn man wirklich ganz hart fragt, ja, es geht ohne dich. Klar, es geht ohne mich. In einem verschärften Sinn ist keiner von uns für irgendein System relevant, sodass es ohne uns überhaupt nicht weitergehen könnte. Dieses Gefühl, gebraucht zu werden, das ist etwas, was uns unglaubliche Sicherheit geben kann. Es gibt Sicherheit, weil, wenn ich gebraucht werde, finde ich eine Antwort darauf, wer ich bin und warum es mich gibt. Wie von alleine ergibt sich das dann? Und ich glaube, ein bisschen sind wir deswegen auch an diese Frage verliebt, weil wir etwas erzwingen wollen damit, was wir eigentlich nur geschenkt bekommen können. Nämlich, dass andere zu uns sagen, gut, dass es dich gibt. Wie ist es mit der Kirche? Systemrelevant? Naja, faktisch für viele wohl in unserem Land erstmal nicht. Das merken wir daran, dass Leute austreten, dass sie sich nicht beteiligen, nicht in Gottesdienste kommen, keinen Kontakt zu ihrer Gemeinde suchen. Die Kirche brauche ich eigentlich nicht, Herr Pfarrer. Vielleicht den lieben Gott hin und wieder. Trotzdem glaube ich, dass die christliche Gemeinde sehr, sehr gute Beiträge zu unserer Gesellschaft erbringt. Und ich meine damit jetzt gar nicht mal in erster Linie, was vielen sofort einfällt, den Bereich der Diakonie, so gut das ist, dass wir das haben. Aber ich meine heute Abend etwas anderes. Ich glaube, dass die christliche Gemeinde in unserer Gesellschaft die Wirklichkeit der Vergebung lebendig hält. Dass Vergebung wirklich ist und möglich ist. Wenn wir uns treffen zum Gottesdienst, dann beten wir in der Regel immer das Vaterunser. Jedes Mal.
Vielleicht nicht jedes Mal aufmerksam meine ich, aber jedes Mal kommt es vor und jedes Mal kann es eigentlich bei uns einhaken, wenn wir beten und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Eine ständige Einübung ins Vergeben. Und wenn diese Wirklichkeit und Möglichkeit der Vergebung, wenn das wegfällt, wie kannst du dann weiterleben ohne den unbedingten Wunsch, du musst Recht haben? Es kann gar nicht sein, dass du im Unrecht gewesen bist, weil du weißt, es gibt keine Vergebung. Rechthaberischer, unversöhnlicher und ich glaube auch moralistischer werden wir dann, wenn wir nichts mehr wissen von der Möglichkeit der Vergebung. Und ich habe das Gefühl, ein bisschen ist unsere Gesellschaft schon auf dem Weg. Und die christliche Gemeinde hält die Wirklichkeit der Ewigkeit im Bewusstsein von anderen. Auch das beten wir ja im Vaterunser. Dein Reich komme. Ja, manches bricht schon in dieser Welt an und wir können uns daran freuen, wunderbar, aber wir merken doch an ganz, ganz vielen Punkten, es ist eben noch nicht da, dieses Reich, auf das wir hoffen. Es ist ein Beginn, mehr noch nicht. Und wenn wir so beten, dann machen wir doch für uns und für andere deutlich, hier, das ist nicht alles. Hier ist nicht alles, was gelingen kann und gelingen muss. Hier ist nicht alles, worauf ich mich freue, was ich genießen möchte. Und ich glaube, wenn dieser Gedanke zurücktritt, dann überfordern wir das hier. Dann überfordern wir unsere Welt und unsere Mitmenschen. Dann wollen wir von dieser Welt und von den Menschen um uns herum das, was eigentlich nur der Himmel bieten kann. Dann krallt sich unsere Lebensgier an Ressourcen, die endlich sind. Dann wollen wir Dinge herauspressen, die in dieser Welt einfach nicht vorgesehen sind und die nicht in ihr drinstecken. Vom Jenseits zu wissen und auf das Jenseits zu hoffen, das entlastet das Diesseits. Wollen und sollen wir denn systemrelevant sein? Ich würde mal sagen, nicht in jedem Fall. Jedenfalls nicht, wenn das so gemeint ist, dass wir einfach das stabilisieren sollen, was eben da ist. Kirche als so eine Art religiöses Pflaster für die Wehwehchen und Wunden, die man halt so abbekommt im Spätkapitalismus. Dann wären wir wirklich so eine Art Betäubungsagentur, wie das Karl Marx den Christen seiner Zeit vorgeworfen hat. Aber gerade die evangelische Kirche ist ein bisschen in der Versuchung, so zu sein. Wir haben als evangelische Christen kein Rom, keinen Ort außerhalb unserer Gesellschaft, der uns stützt, auf den wir uns berufen können, wo man sich anlehnen kann, keine mächtige Zentrale. Aber dadurch, dass wir das nicht haben, dadurch sind wir noch nicht frei davon, dass wir uns gerne auch irgendwo anlehnen möchten. Irgendwo gemocht werden wollen und zu Hause sein wollen. Die Versuchung der evangelischen Kirche war immer, in Deutschland das im eigenen Staat zu sehen. Es ist wichtig, dass wir versuchen, als Kirche frei zu bleiben. Nicht einfach systemrelevant sein zu wollen. Jesus Christus hat gesagt, Salz der Erde seid ihr. Salz. Die, von denen Veränderungen kommen sollen, Impulse. Sonst braucht euch niemand. Sonst kann man das zertreten lassen. Ihr sollt Anwälte sein für Schwächere, für bedrohtes Leben, für ungeborenes Leben. Und ihr sollt Menschen die Erfahrung geben, dass sie angenommen sind. Wahrscheinlich ist die Frage nach der Systemrelevanz der Kirche eigentlich falsch gestellt. Eigentlich müssten wir fragen, ist die Kirche Gott relevant? Denn sie ist ja kein Selbstzweck.
ist die Kirche so, dass Gott sie gebrauchen kann für seine Pläne? Sind unsere Gemeinden so, dass Gott mit ihnen etwas anfangen kann? Dass wir anderen helfen beim Glauben und beim Lieben? Dass wir zeichenhaft etwas deutlich werden lassen von dem in dieser Welt, was wir von Gott verstanden haben und wie wir glauben, wie er ist? Sind wir Hoffnungszeichen auf die Ewigkeit hin? Ich glaube, das ist der Maßstab für die Reformation. Sie hat begonnen vor 500 Jahren, aber sie ist ganz sicher nicht zu Ende. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn, unserem Heiland. Amen.
Lasst uns miteinander für uns und für andere beten und rufen: Herr, wir brauchen dich. Lieber Vater, so viele Menschen werden gerade krank durch Corona. Vielleicht haben wir uns zu sicher gefühlt. Viele sind jetzt müde und manche mutlos. Andere sind frustriert und fühlen sich ausgebremst oder betrogen, gerade junge Leute. Wir wollen dich bitten für alle, die jetzt Heilung und Hilfe brauchen. Und wir bitten dich für uns als Gesellschaft, dass wir das schaffen, aufeinander Rücksicht nehmen, andere im Blick behalten und niemanden alleine lassen. Wir rufen gemeinsam: Herr, wir brauchen dich. Wir hören und lesen davon, wie schwer es Menschen fällt, mit der Anspannung klarzukommen und wie gerade Familien und Kinder darunter leiden. Vielleicht leiden wir auch selbst. Wir brauchen mehr Geduld, mehr Aufmerksamkeit und mehr Liebe füreinander. Wir rufen gemeinsam: Herr, wir brauchen dich. In Frankreich trauern die Menschen, weil ein junger Mann aus Hass und Verblendung andere getötet hat. Immer wieder passiert das. Gott, wie können Angehörige mit solchem Leid weiterleben? Wie kann es gelingen, dass die Dinge mit Mut beim Namen genannt werden und dass wir trotzdem nicht stecken bleiben in unserer Ablehnung und in unserer eigenen Angst? Wie können die, die auf so einen furchtbaren Weg kommen, wieder umkehren? Wir rufen gemeinsam: Herr, wir brauchen dich. Wir erleben, wie Menschen in Weißrussland den Mut haben, für Freiheit und Demokratie auf die Straße zu gehen. Gott, schütze alle, die ihr Freiheit und ihr Leben seit vielen Wochen riskieren, und schenk ihnen die Ausdauer und die Klugheit, die sie brauchen, um zu siegen. Für uns bitte ich, dass wir mit dem klug und sorgsam umgehen, was unsere Gesellschaft ausmacht. Achtung vor der Würde jedes Menschen, Freiheit, soziale Verantwortung. Wir rufen gemeinsam: Herr, wir brauchen dich. In den USA wird in der kommenden Woche gewählt. Es ist nicht unser Land, aber es hängt in dieser Welt viel von Amerika ab. Wir erschrecken, wenn wir sehen oder hören, wie tief die Gräben zwischen den Lagern sind und wie unversöhnlich der Streit ist. Wir wünschen uns, dass an die Stelle von Lüge, Überforderung und Eitelkeit Mitgefühl, Weisheit und Wahrhaftigkeit treten können und dass die Wahl friedlich ablaufen wird. Wir rufen gemeinsam: Herr, wir brauchen dich. Herr Jesus Christus, du hast dir eine Gemeinde aus allen Völkern erwählt, Frauen und Männer, Junge und Alte, Reiche und Arme. Wir bitten dich, hilf deiner Kirche, dass sie immer wieder neu auf dich hört, dass dein Wort in ihr wirken und sie formen kann, dass sie dir treu bleibt und dass sie andere auf dem Weg zu dir begleiten kann. Lass Gemeinschaft und Vertrauen auch unter uns wachsen, dass wir nicht übereinander reden, sondern miteinander und im Gebet füreinander einstehen. Wir rufen: Herr, wir brauchen dich. Für die, an die wir heute Abend besonders denken müssen, lasst uns in der Stille beten.
Wir rufen, Herr, wir brauchen dich. Als Kinder Gottes beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ganz herzlich möchte ich für morgen einladen. Wir feiern morgen Gottesdienst um 9 Uhr in der Kirche in Elfershausen. Und um 18 Uhr wird vor dem Gemeindehaus in Malzfeld Gottesdienst sein, nämlich Kreuz und Quer. Das ist noch ein Gottesdienst aus der Themenreihe Krimskrams und es geht morgen Abend um Schraubenzieher und was der mit unserem Leben als Christen zu tun hat. Ich habe keine Ahnung, das ist das Team um Matthias Lambach herum, was die vorbereitet haben, aber ich bin gespannt und freue mich, wenn wir uns da sehen. Die Kollekte, die wir heute einsammeln am Ausgang, ist bestimmt für das Gustav-Adolf-Werk. Das Gustav-Adolf-Werk ist eine Hilfseinrichtung, die evangelische Gemeinden dort unterstützt, wo evangelische Christen eine kleine Minderheit sind und wo das Gemeindeleben oft unter schwierigen Bedingungen zu gestalten ist. In diesem Jahr soll zum Beispiel ein Kinderheim in Venezuela unterstützt werden. Ich finde, das eine ist, dass wir Geld geben können und dass mit dem Geld reelle Dinge geschehen. Und das andere, woran mir auch sehr liegt, ist, dass wir evangelischen Christen in anderen Ländern das Gefühl geben können, wow, wir haben größere Geschwister in anderen Ländern und wir sind denen nicht egal. Ich glaube, das ist ein ganz ermutigendes Zeichen, was wir ihnen machen können mit dem, was wir geben. Gott segne Geber und Gaben. Der Tagesvers führt uns noch einmal auf Jesus. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3. Vers 11. Es war schon ein bisschen eine Herausforderung, unter den veränderten Bedingungen Reformationstag zu feiern. Und ich danke denen ganz doll, die da mitgezogen haben und das möglich gemacht haben. Wolfgang Herwig an der Orgel, meine Frau Verena Reinhardt mit der Geige
und in der Technik der Sascha Holzhauer, der Jonathan Simon und der Dirk Brulheide. Ganz herzlichen Dank. Geht in diesen Abend und in die kommende Zeit mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.